Nein. Ich muss mich zwischendurch sogar einmal kurz bewegen. Nicht, dass ich hier rausfliege. So, dann sehen wir mal zu, dass wir die 86 noch erreichen heute. Wäre schön. Achso. Das ist nur. Das. Okay. Ich hätte gerne auf wie von hier aus hingelangt. Okay. Ich glaube, wir kommen in ein neues Gebiet. Wir sind viel Erfolg. Ja, bla 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 bla. Bla 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 bla. So sieht das vom Schurken aus. Ich bleib doch mal hier. Wollt mir Rüstung angucken. Ah, nee. Ach, nee. Das ist einfach nur ein neues Stadtgebiet. Ach so. Sehr langweilig. Sehr, sehr langweilig. Ein neues Gebiet. Könnte das hier eventuell fertig machen? Warte mal. Ich möchte nicht irgendwie anders hin. Bis dahin komme ich auf jeden Fall. Ob das so eine gute Abkürzung war, weiß ich nicht, aber. Der spannendste Weg bis hierhin. Okay. Tetretenplatz. Die Stadt ist echt schön, aber sehr, sehr unübersichtlich. Was? Wir haben. Nein, wir dürfen uns nicht wegteleportieren. Wir müssen da ernsthaft zu Fuß laufen. Oh, Leckofanie. Das Spiel hasst mich. Kann er nicht mit teleportieren? Naja. Okay. Nee, warte. Da vorne und dann fahren, ja. Ja, folg mir. Also keine Abkürzungen. Lauf denselben Weg nochmal dahin. Und die lange Version davon. Nein. Ja. Nein. Hier waren wir schon mal. Ich weiß gar nicht warum. So.
Laut unserem Zettel sind wir am Ziel. Das ist Karma. So gern ich mich auch in aller Ruhe umsehen würde, die Pflicht geht vor. Komm, hören wir uns um, ob wir nicht auf einen Bekannten von Kalsal stoßen. Angesichts der Situation haben sich sicherlich viele Bürger in ihren Häusern verborgen. Dann sollten wir denken. Wir klopfen und klingeln einfach an jeder Tür. Was ist wahr? Da ist keiner. Jetzt müssen wir noch irgendein anderes Haus finden. Nee, da steht was vor hier. Ja. Oh. Wie, ne, am besten immer einen Begleiter und dann durch die Stadt tapern, damit du bloß nicht diese kleine Iterit benutzen kannst, damit es schneller geht. Ich liebe das Spiel, aber das ist irgendwie... Nee. Ich bin ein Mensch der schnellen Wege. Der Teleportation. Die Frage, komme ich von da rein? Wahrscheinlich nicht. Ich gehe trotzdem da lang, weil es darum ist, wahrscheinlich am kürzesten. Oh doch, ich komme hier runter. Sehr schön. Es tut mir leid, aber das muss alles schneller gehen. Konzentriert euch erst einmal auf das Allernötigste. Dann sehen wir weiter. Bitte verzeiht die Störung, aber seid ihr zufällig Dynabaha? Wir würden euch gerne eine Frage stellen, wenn es eurer Zeit erlaubt. Oh, bitte entschuldigt. Im Moment erlaubt das meine Zeit leider überhaupt nicht. Wir sind schwer damit beschäftigt, Ausrüstung ebenso wie Kokons in unser Lagerhaus zu schaffen, ehe die Stadt erneut von Ungeheuern heimgesucht wird. Aua. Aha. Nun, wir helfen gerne, wenn ihr uns lasst. Und uns nach getaner Arbeit besagte Frage beantworten könnt. Ein Handel also. Da sage ich nicht nein. Hilfe ist mir mehr als willkommen. Vor allem beim Werkzeug und der Ausstattung hinken wir schlimm hinterher. Wenn ihr ein paar Kisten für uns tragen könntet, wäre ich euch äußerst dankbar. Die Angestellten des Führens werden euch sagen, was genau weggeschafft werden muss. Und euch würde ich gerne unseren Stoff überlassen. In dieser großen Tür dort ist ein Gang, der in unsere Weberei endet. Dort findet ihr eine Alcazudara-Weberin namens Kamala. Die kümmert sich um die Verladung der Stoffe. Entschuldigt, falls ich schroff erscheine. Der Seidenbau und damit diese Werkstätte ist unsere Lebensgrundlage, müsst ihr wissen. Wie sie zerstört stehen, wird sie zerstört stehen wir buchstäblich vor dem Nichts. Umso dankbarer bin ich über eure helfenden Hände. Über eure helfenden Hände, so.
Wo habe ich eigentlich? Nee, ich habe immer noch diesen komischen... Die komische Kappe da. Huch, was treibt ihr denn hier? Entschuldigt, aber wir können gerade wirklich keine Besichtigung... Oh, zum Helfen seid ihr hier. Das wäre ein unerwarteter Segen. In diesem Fall hätte ich einen Stapel Kisten für euch. Ah ja. Okay, wir sollen einfach auch nur wieder irgendwas transportieren. Ja, gut. Das brauche ich nicht lesen. Ich habe eine gewisse Zeit... Was? Dieses, ich bringe etwas von A nach B. Okay. Das haben wir. Warum ist sie schneller fertig? Achso, weil sie das andere da hat. Ich wollte gerade sagen, warum sind die beiden schneller fertig als ich hier? Wird schon meckern. Und wie sieht es um, wie steht es um die Weberei? Ja, gut. Verstehe, verstehe. Kamala hat die Lage also perfekt im Griff. Das ist beruhigend zu hören. Tausend Dank für eure Hilfe. Jetzt beantworte unsere Frage. Puh, ich bin auch fertig. Dann auch an euch meinen tiefsten Dank. Im Angesicht der momentanen Situation wollen wir so gut vorbereitet sein wie nur irgend möglich. Da ist es wichtig, unsere vielen Stoffe und Fäden an einem sicheren Ort zu verwahren. Das klingt, als hätte die Bestie des gestrigen Abends auch hier gewütet. Schon. Glücklicherweise waren die meisten Arbeiter bereits zu Hause, aber... Wir, die noch im Zwirn waren, bemerkten zu spät, wie sich ein Biest in die Spinnerei schob. Wir hätten völlig gebannt gegen den Himmel gestarrt, wisst ihr? Wir griffen sofort die Flucht, aber einer meiner Freunde, er... Das Biest hat ihn am Bein erwischt. Er fiel hin und schrie, wie ich noch niemals jemanden habe schreien hören. Und dann verwandelte er sich selbst in ein Ungeheuer. Ein anderer Kollege sah sich die ganze Tragödie mit weit aufgerissenen Augen an und begann, irgendwas vor sich hin zu murmeln. Keinen Herzschlag später wurde auch er... entschuldigt. Aber ihr sagtet, dass ihr Fragen an mich hättet. Kennt ihr einen Händler namens Kaisal? Wir hörten, dass er ein Geschäft mit Ruvedas Zwirn abschließen wollte. Ja, das ist wahr. Letztlich vergaben wir den Auftrag allerdings an ein anderes Handelshaus. Seine war nicht die einzige Gesellschaft, die aufgrund des Turms in die Bredouille geraten ist. Wir waren mit zahlreichen Händlern im Gespräch, die nicht mehr enthusiastisch um uns warben. Die nicht minder enthusiastisch um uns warben, so. Am Ende war die Entscheidung rein geschäftlich und sie fiel nicht auf ihn. Unter uns und ganz persönlich gesprochen, es tat mir aufrichtig leid für ihn. Sein Anblick stach mir immer mitten ins Herz, als ich ihm die schlechten Nachrichten überbringen musste. Er war nicht nur enttäuscht, er war zutiefst verzweifelt. Nun gut, ich werde es meinen Kollegen ausrichten, hat er nur gesagt und ist gegangen. Mit schweren Schultern und ebenso schweren Schritten. Verzweifelt, sagt ihr.
Denke an Vanas Party. Ein jeder dort, Anwohner wie Soldat, war schwer verängstigt. Und dann verwandelten sie sich. War Angst der Auslöser? Dasselbe Spiel hier in der Spinnerei. Der von der Bestie erwischte Unglückselige sowie der Augenzeuge verwandelten sich beide im Moment der größten Furcht, oder nicht? Und dann natürlich Kaisal. Alle haben gesagt, dass ihm nichts Besonderes an ihm aufgefallen ist. Aber jede einzelne Person, die wir befragt haben, sprach von seiner verzweifelten Lage. Das ist ein irrsinniger Gedanke, aber könnte es sein, dass die Verwandlung von Angst und Verzweiflung ausgelöst werden? Ja, das habe ich auch schon überlegt. Wir sollten unbedingt mit den anderen darüber sprechen. Der Megaduta-Tempel ist ohnehin gleich ums Eck. Hätte doch heute keiner mehr. Ja, der Tempel da, der ist gleich ums Eck, ne? Ihr kriegt mich wirklich nicht. Wie sagt man so schön, wenn die Nase juckt, gibt's Geld? Ich brauche einen Lottogewinn. Unser Treffpunkt im Tempel ist der Tempel. Für uns ist er nämlich gleich um die Ecke. Isolde und Tancred haben sich in Dharma umgehört, richtig? Vielleicht sind sie also schon da. Komm, machen wir uns auf den Weg. Die Zukunft mit der 86. Da habt ihr recht. Ich will wahrlich noch meine Kollegen verlieren müssen. Hab Dank für eure Hilfe und eure Worte. Ich möchte die 86 noch schaffen. Ja. Ja, schön, wenn mal wieder Sips gelesen werden würde. Oder gesprochen. Ah, da seid ihr ja. Gott sei Dank. Habt ihr mit den Überlebenden gesprochen? Ganz recht. Und uns hat gar nicht gefallen, was wir in Erfahrung gebracht haben. Deswegen wollten wir uns mit euch besprechen und hören, was ihr darüber denkt. Und zu einem überaus günstigen Zeitpunkt. Wir haben unseren Rundgang gerade eben beendet. Sehr gut. Würdet ihr beide den Anfang machen, bitte? Also war dieser Kaisal, der zur Blasphemität geworden ist, außer sich vor Sorge um sein Handelshaus? Uns ist etwas Ähnliches aufgefallen. Alle, die sich verwandelt haben, scheinen kurz zuvor großen Kummer oder tiefe Sorge erlitten zu haben. Dazu zählen natürlich auch diejenigen, die von einer Bestie verfolgt wurden oder die Verwandlung eines ihnen nahestehenden Freundes oder Familienmitglieds mit ansehen mussten. Eine schreckliche Kettenreaktion. Ein starkes, negatives Gefühl wie Angst, Sorge oder Verzweiflung. Ich glaube, das ist der ausschlaggebende Faktor für eine solche Verwandlung. Wenn das so ist, werden die Parallelen zu den letzten Tagen der Alten deutlich. Die Ashians haben doch davon berichtet, dass die Schöpfungsmagie außer Kontrolle geriet und Manifestationen der Angst hervorbrachte. Ein simpler magischer Kontrollverlust würde aber nicht dazu führen, dass nur die Dinge erschaffen werden, vor denen wir uns fürchten. Nein, dieses Phänomen muss mit den eben angesprochenen negativen Gefühlen zusammenhängen. Nur so fügen sich die Teile dieses Unheils zu einem Ganzen. Es gibt auch Unterschiede zwischen den letzten Tagen der Alten und den unseren.
damals entstanden die Bestien aus reiner Schöpfungsmagie. Heute sind es die Bewohner des Gestirns selbst, deren Körper ins Albtraumhafte verzerrt werden. Was auch immer der Grund dafür sein mag, wir wissen, dass es einen drastischen Unterschied zwischen uns und den Ashians gibt. Wir sind gespalten, zersplittert. Vielleicht liegt darin der Schlüssel zur Wirkweise dieser Apokalypse. Ein Zeugnis ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Offenbar hat sich Kal-Saal in die Blasphemität verwandelt, bevor der Himmel in Flammen stand. Papa! Wie geht's? Alles gut bei dir? Wie war dein Tag? Ich habe eben vergessen, dass ich das Mikro aus hatte. Was? Wenn das wahr ist, dann ist das gar kein gutes Zeichen, oder? Dann braucht es doch gar keinen brennenden Himmel und sichtbaren Untergang, um sich in eine Bestie zu verwandeln. Selbst in einer Gegend, in der noch alles heil scheint, könnte man sich also ganz plötzlich... Seht, der Magistrat! Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Wir haben recht viel geschafft heute. In der Story, finde ich. Ich kann jetzt sogar in einem Gebiet schon fliegen. Ich wäre fleißig. Ich bin unendlich erleichtert, so viele von euch unversehrt zu sehen. Und die dritte Inni haben wir auch schon geschafft. Die war aber hart. Sehr hart. Beruhigt hat sich die Lage noch nicht. Aber zumindest wurden alle Ungeheuer zurückgeschlagen, die sich innerhalb unserer Stadtmauern aufhielten. Razatan ist soweit sicher. Überall in Tafnair stellt sich das Himmelsheer Seite an Seite mit dem uns verbündeten Drachen gegen die Bedrohung. Ich glaube, kurz nach 10 habe ich angefangen. Ungefähr. 10, 10.30 Uhr. Mit einer Warteschlange heute Morgen von 50. Es waren nur 50 Leute vor mir. Ich kam eigentlich fast sofort rein. Ja, dann haben wir ein bisschen... Ich glaube, in Galamalt haben wir das Fliegen jetzt freigeschaltet. Da war ich dann ganz, ganz, ganz fleißig. Dann haben wir wieder ein komplettes Gebiet abgeschossen gehabt, wo wir gestern gelandet sind. Dann halt die dritte Inni. Und jetzt sind wir hier gerade wieder in Tavnir. Und ja. Versuchen alles irgendwie wieder ins Lot zu biegen, was gerade nicht ganz so läuft. Was eine ganze Menge ist. Aber ich verrate nicht zu viel. Ich bitte euch, eure Herzen zu beruhigen und euch nicht der kopflosen Furcht hinzugeben. Der hat lila-grüne Augen. Herr Magistrat, was ist mit Palakasru? Mein Enkel ist gestern dorthin aufgebrochen und seither noch nicht heimgekehrt. Leider warten wir noch auf einen Lagebericht aus dieser Region. Sobald ich Neuigkeiten habe, werde ich sie euch umgehend... Herr Magistrat! Etwas Schreckliches ist geschehen. Du bist ja schon Level 19. Nee, und fast Level 86. Uns fehlt nicht mehr viel zu 86. Ich bin Matsya aus Akjali. Matsya, der Fischer. Dich haben wir doch getroffen, als wir das erste Mal hier waren. Oh, was macht ihr denn hier? Oh, ja, eine ganze Menge. Erst der Magistrat. Ich habe mir Sorgen um eine gute Freundin gemacht, die in Palakasru lebt. Also bin ich nach ihr sehen gegangen. Aber das Dorf ist überrannt von grauenvollen Biestern. Überall. Noch nie habe ich solche Schrecken gesehen. Oh, oh nein! Bitte, Herr Magistrat!
Ich glaube, dein Enkel ist tot. Ich... Selbstverständlich, aber fürs Erste müssen wir Ruhe bewahren. Ruhe? Wie sollen wir denn Ruhe bewahren? Selbst die tapfersten Krieger des Himmelsheeres wurden von den Bestien einfach entzweigerissen. Wenn eines davon auf meinen Enkel losgegangen ist, dann ist nichts mehr von ihm. 3, 2, 1. Let's go! Vorsicht, alle zurück! Ich hab's geahnt! Sie war doch eben noch so schlank! Und das geht wieder von vorne los, von vorne los. Boah, das ist eine scheiß Aktion, ey. Verdammt, wir haben keine Wahl. Nope. Ne, hässlich. Hilf den Leuten, sich in Sicherheit zu bringen. Ja. Ja. Weg, schnell! Achso, ja, geht ja nicht. Kann auch snackt. Mein Sohn und der Meister. Reißt euch zusammen. Tut es für sie und flieht. Das ist aber eine scheiß Situation. Du darfst einfach du darfst keine Angst mehr haben, du darfst keine Sorgen mehr haben, du darfst keine Verzweiflung mehr spüren. Die drei schwierigsten Sachen überhaupt. Sag das bei Leuten, die psychisch nicht ganz auf der Höhe sind. Der ja, tief durchatmen. Da will ich jetzt nochmal die Frage stellen, wo bin ich? Ach, da bin ich hin. Einfach drauf getrampelt, ja. Da hat es Platsch gemacht. Oh, da. Bewohner Rasatans, richtet die Augen in Zukunft. Diese Bestien können geschlagen werden. So bannt die Furcht aus euren Herzen. Streiter des Himmelsheers, steht Ishtola und Tagrit zur Seite. Kein Biest soll diesen Platz betreten. Und ihr anderen tapferen Tafnerer, bringt euch in Sicherheit. Helft jenen, die es allein nicht schaffen. Verschanzt euch in Häusern unter Arta. Seid unbesorgt, denn bei den Göttern an mir soll nicht eine Bestie vorbeikommen. Genau, Gandalf.
Ah, nee. Falsches Spiel. Alfino, Alize, geht nach Palakas Ruh. Wir werden hier die Stellung halten. Marzia, bring sie hin. Sie werden sich um das Dorf kümmern. Na, das kann ja witzig werden. Geh du auch mit. Oh, komm! Wir werden sie retten. So viele, wie wir nur können. Warum muss ich immer mit den Kindern mit? Ich will auch mal was machen. Gut, ich sterbe zwar die ganze Zeit in Innis, aber trotzdem, ich will auch mal. Manu. Ja, okay, Herrchen ist doch nicht da. Babysitter, ja. Irgendwas poltert da oben. Nicht, dass die Katzen gerade wieder auf dem Wäscheständer sind und den umgeschmissen haben. Ich glaube, es ist alles gut. So. Huch. Okay, Herrchen ist zu Hause. Okay, dann sage ich einmal kurz frisches Hallo. Bevor es gleich weitergeht.